Was geht ab, meine sehr verehrten Abenteurer? Ich bin Marius von Off to Adventures und ich zeige euch heute, wie man die GH5 von Anfang an perfekt für Video einstellt. Wir schauen uns ab jetzt regelmäßig an, wie man das Beste und Meiste aus dieser kleinen Kamera rausholen kann. Man sollte zuallererst am Drehrad in den Filmmodus umschalten und kann diesen dann auch mit dem kleinen Knopf einloggen. Zuallererst im Menü gehe ich in die Einstellungen. Was mich nämlich total stört, ist zum einen das Geräusch, wenn man einen Clip aufnimmt bzw. einen Clip stoppt. Das kann man ganz einfach ausschalten, indem man im Menü auf den Punkt Beep geht und hier die Lautstärke ausschaltet. E-Shutter-Volume braucht auch niemand, kann dementsprechend auch ausgeschaltet werden. Den Live-View-Modus stelle ich immer direkt auf 30 Frames pro Sekunde, da 60 Frames einfach nur mehr Akku verschwendet und außerdem meiner Meinung nach nicht wirklich notwendig ist. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch dabei sehen wird, ist die Monitor-Luminanz. Dieser Wert steht standardmäßig auf Auto. Das ist mega gefährlich, das heißt nämlich, der Bildschirm passt während dem Filmen die Helligkeit an, was dazu führen kann, dass man ein völlig falsches Bild hat von dem, was man eigentlich aufnimmt. Hier gibt es die Werte 1, 2 und 3. Ich nehme grundlegend 3, das dunkelste. Da bei der GH5, genauso wie bei der GH4, die Gefahr besteht, dass man unterbelichtet, weil der Bildschirm so hell ist und man glaubt, man würde richtig belichten. Und das ist eine Gefahr, die ich einfach nicht eingehen möchte. Deswegen gehe ich hier auf Luminanz 3. Wenn man es noch genauer wissen will, kann man auch im Menü darüber Monitor Display die Helligkeit weiterhin absenken. Das kann allerdings zu Problemen führen, wenn man zum Beispiel im Sonnenlicht filmt. Der nächste nervige Punkt ist der Eye-Sensor, der dazu gedacht ist, wenn man mit der Kamera fotografieren möchte, geht der Bildschirm aus. Das möchte ich allerdings relativ selten. Man kann entweder hier im Menü den Eye-Sensor umstellen, alternativ geht das auch direkt über den Button links neben dem Augensensor FN5. Hier kann man per Knopfdruck zwischen den verschiedenen Modi umschalten. Ich schalte das eigentlich nie um, ich habe generell immer den Display an. Wenn man doch mal Fotos machen möchte, kann man auch einfach den Display zuklappen und hat dann den Sucher aktiviert. In der System Frequency kann man auswählen zwischen 50, 60 und 24 Hertz. Das hat zu Zeiten des Internets nicht mehr so viel Bedeutung, außer man schießt fürs Fernsehen. Letzten Endes kommt es da eigentlich auf persönliche Präferenz an. Was auf jeden Fall dazu gesagt werden sollte, ist, dass der 24 Hertz Modus der einzige ist, der volles 4K und nicht nur Ultra HD anbietet. Das heißt, nur im 24 Hertz Modus kann man die vollen 4096x2160 Pixel auswählen. In allen anderen Modi ist man auf nur 3840x2160 Pixel beschränkt. Direkt der erste Punkt, Exposure Mode, steht standardmäßig auf P. Das sind Modi, die blenden, Automatik und so weiter. Fürs normale Filme machen sollte man hier auf jeden Fall den manuellen Modus benutzen. Es gibt zwar Ausnahmen, auf die gehe ich allerdings in einem anderen Video ein. Das Master Pedestal Level ist ein Wert, den man am besten auf 0 stehen lässt, wenn man nicht wirklich weiß, warum man ihn wechselt. Viele Leute im Internet reden hier von dynamischem Umfang und so weiter. Das hat nicht zwingend was damit zu tun. Im Ursprungssinne geht es dabei, um den Schwarzwert zwischen verschiedenen Kameras anzupassen. Die GH5 kommt endlich nach Anfrage von vielen Usern mit Waveform Monitor und Vectorscope. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sie hier ein bisschen trotzig reagieren, denn der Waveform Monitor ist so verdammt groß auf dem kleinen Bildschirm, dass er wirklich immer im Weg ist und eigentlich nahezu keine Verwendung findet. Und man kann ihn auch nicht in der Größe verändern. Daher ist er für mich ehrlich gesagt relativ nutzlos bzw. mehr nervig. Das Vektorskop ist da etwas angenehmer. Allerdings spricht das auch wirklich nur Leute an, die genau wissen, warum sie ein Vektorskop brauchen. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was es ist, braucht ihr die Einstellung definitiv auch nicht. Weiter geht's im zweiten Menüpunkt. Hier kann man das Rack-Format auswählen. Standardmäßig ist man im Aufnahmeformat MP4, was einen in der Aufnahmequalität extrem limitiert. Daher empfehle ich für beste Qualität definitiv MP4 LPCM, falls man es bevorzugt. Ich nutze allerdings den MOV-Container. Dann hat man im Menü der Aufnahmequalität die volle Vielfalt an Aufnahmemodi. Dazu muss man wissen, dass die GH5 zum Stand dieses Videos noch nicht ihr volles Potenzial ausschöpft. Es kommt angeblich noch im April ein Update, was den vollen Codec freischaltet. Aktuell ist man in 4K auf 150 Megabit pro Sekunde limitiert, im Full HD Modus auf 100 Megabit pro Sekunde. Mit dem Update werden dann wesentlich stärkere Bitrates freigeschaltet. Zum aktuellen Zeitpunkt muss man sehr aufpassen mit den 10-Bit Aufnahmen, da Premiere Pro, falls man damit schneidet, dieses Dateiformat aktuell noch nicht unterstützt. Daher empfiehlt sich erstmal auszuprobieren, ob das Problem inzwischen behoben wurde und ansonsten einfach in den 8-Bit Modi zu filmen. Wer schon mal vom Internet gehört hat, hat definitiv auch schon etwas von verschiedenen Fotostyles der GH5 gelesen oder gehört oder gesehen.
Hier wird extrem viel diskutiert. Ich finde, es ist noch etwas früh, um zu sagen, welches der beste Modus ist. Ich persönlich werde definitiv mir noch den VLOG-L-Modus holen, den ich schon bei der GR4 hatte und geliebt habe. Der mit den 10-Bit-Modi der GR5 natürlich umso besser reagieren sollte. Es gibt hier ganz verschiedene Einstellungen, die man treffen kann und ganz verschiedene Meinungen im Internet, welches der beste Modus ist, falls es ihn überhaupt gibt. Man kann auch in den verschiedenen Modi noch weiterhin den Kontrast, die Sättigung, die Noise Reduction und so weiter einstellen. Falls ihr also im Internet irgendwelche Punkte lest wie minus 5, plus 2, minus 5 oder so, hier ist das Menü, wo ihr das umstellen könnt. Irgendwie dazugehörig ist der Highlight- und Shadow-Modus, wo man noch eine zusätzliche Gamma-Kurve einstellen kann. Auch hier sei gesagt, wer nicht wirklich weiß, was er hier tut, sollte es am besten lassen oder sich auf die Meinung des lokalen Videogurus verlassen. Die GR5 bietet als erste Kamera der GH-Reihe eine 5-Achsen-interne Stabilisierung und die ist wirklich gigantisch gut, daher definitiv diesen Modus nicht auf Off lassen, falls er auf Off eingestellt sein sollte. Die E-Stabilization ist sozusagen eine Art Warp-Stabilizer, der zusätzlich durch einen Crop-Faktor das Bild stabilisiert. Davon rate ich ab, einfach weil es Qualitätsverlust heißt. Etwas weiter unten geht es dann zu den Tonsettings. Mid-Level-Display würde ich definitiv anschalten. Und da man dann auf dem Hauptdisplay auch sieht, mit welchem Pegel man aufnimmt, falls man nichts mit Audio zu tun hat, kann man das natürlich auch weglassen. In meinem Fall ist es allerdings definitiv sinnvoll. Mid-Level-Adjust kann man entweder im Menü vornehmen oder direkt am Display, indem man auf die Kamera drückt und unten auf das kleine Mikrofon. Der nächste wichtige Punkt ist im Custom-Menü Monitor Display. Hier kann man schöne Einstellungen treffen, wie zum Beispiel Histogramm, was nach wie vor schön klein ist, so wie man sich eigentlich den Waveform-Monitor vorgestellt hat. Und daher für mich definitiv sinnvoller als der Waveform-Monitor. Außerdem schalte ich mir gerne die Drittel-Guidelines ein, die einem einfach helfen, seine Komposition schön zu gestalten. Hier geht es letzten Endes viel um Präferenzen, ob man zum Beispiel den Center-Marker mag oder nicht, ob man den Highlight-Modus mag, der durch helles Blinken anzeigt, welche Bereiche überbelichtet sind, oder ob man doch lieber auf Zebras zurückgreift. Hier bietet sich an, alles durchzuprobieren. Ich persönlich mag weder Zebras noch Highlight. Ich halte mich ans Histogramm. Der Punkt Video Priority Display ist definitiv etwas, das ich auf Anschalten würde, da man dann in der normalen Ansicht einfach viel mehr Möglichkeiten hat und viel besser sieht, was man eingestellt hat. Ebenfalls im Custom-Menü unter dem Punkt Exposure sind die ISO-Schritte, die sind standardmäßig auf eine Blende eingestellt. Hier kann man auch Drittelblendenstufen wählen. Dadurch kann man mit den ISO-Werten wesentlich feiner agieren. Ich möchte dazu sagen, dass ich generell keinen Autofokus nutze, deswegen gehe ich auf die ganzen Autofokus-Punkte nicht ein. Natürlich werde ich früher oder später auch Videos zum Thema Autofokus machen. Allerdings lasse ich diese Werte hier komplett aus und stelle alles, was irgendwie Autofokus-related ist, komplett aus. Der manuelle Focus Assist ist standardmäßig auf Fokus eingestellt, was heißt, sobald man den Fokus betätigt, kommt das kleine Assistenzfenster und möchte einem helfen. Das finde ich etwas nervig, deswegen schalte ich diesen Modus gerne auf das Symbol hier, was unter dem Button FN3 liegt. Das heißt, brauche ich den Assist, drücke ich FN3 und voilà. Direkt darunter kann man den Picture-in-Picture oder vollen Modus auswählen. Den vollen Modus finde ich etwas Overkill, daher bleibe ich gerne beim Picture-in-Picture. Das sind die wichtigsten Einstellungen im Menü. Was man auf jeden Fall auch noch wissen sollte, die GR5 kommt standardmäßig, warum auch immer, mit ISO-Automatik. Das heißt, einmal auf ISO drücken und bitte direkt aus dem Automodus rausgehen. Ebenfalls standardmäßig ist am oberen Rad die Blende und am hinteren Rad der Shutter Speed. Das finde ich persönlich, kann man auch im Menü umschalten, im Custom Menü unter Operation, unter den Dial Settings, kann man hier im Assign Dial einfach Shutter Speed und Blende umschalten, hat dann oben den Shutter Speed und hinten die Blende. Wenn man diese Einstellungen alle getroffen hat, dann hindert einen nichts daran, erstmal direkt die GR5 zu nehmen und loszulegen. Was ich auch definitiv empfehle, denn die Kamera ist brandneu aktuell und wer sie hat, sollte alles tun, um sie schnellstmöglich zu meistern. Was sind die Punkte der GR5, die euch am meisten interessieren? Was sind die Punkte, die ihr am wenigsten versteht, wo ihr am meisten Hilfe braucht? Ab in die Kommentare damit, ich kümmere mich drum und wir meistern gemeinsam die GR5. Danke fürs Schauen und bis dahin. Ciao!